So. Also wenn wir jetzt nicht erfrieren oder anderweitig sterben, ist der Start schon mal besser als beim ersten Versuch. Aber noch sollten wir nicht zu viel loben. Wir sind hier absolut nicht sicher. Denn gewiss ist, was absolut sicher ist, wir werden sterben. Die Frage ist, wann. Darum geht es in diesem Modus. Wie lange können wir das hinauszögern? Merkwürdig aus da unten. Würde ich jetzt hier schon runterklettern? Hacke lässt jetzt gleich auch nach. Und jetzt hier runterklettern, da hinten rum. Vielleicht gönnen wir uns mal einen Kaffee. Schon mal von dem oberen Plateau weg. Ja, das, was man halt schaffen kann in dem Modus, ist halt alle Notizen zu finden. Das ist so mehr oder weniger das Ziel. Aber kann man so sagen, ansonsten gibt es ja kein Ziel in dem Modus. Einfach nur überlebe so lange wie möglich. Lass dich nicht von dem Honker fressen. Kann man es quasi sagen. Da fallen wir mal besser nicht runter. Ah, die Kälte ist halt nicht so gut. Nächstes Haus müssen wir wieder nutzen zum Aufwärmen eigentlich. Und ein bisschen zum Schlafen. Können wir das mal ausprobieren mit dem Spray im Haus. Wenn die Schritte näher kommen, wir sehen das ja trotzdem, wenn er dann innerhalb von 100, 150 Meter in der Nähe ist, dann können wir das Spray nutzen. Bin jetzt gerade mal nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hochklettern. Neuen Ort entdeckt, ist oben links so leicht am aufblitzen, aber noch nicht so ganz. Ist es schüchtern? Will diesen Ort noch nicht so ganz entdecken? Oder ist das gerade auch verbuggt bei mir? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber oben links bei mir in der Ecke steht neuer Ort entdeckt. Ganz, ganz leicht. Heute ist alles gefixt. Gar kein Problem. Bisschen buggy alles. Du siehst da nichts. Dann ist das nur bei mir so. Ganz, ganz schemenhaft oben links in der Ecke. Sternchen, ein neuer Ort entdeckt. Ah, jetzt hat er den Ort entdeckt. Das war ein bisschen schüchtern. Er wollte nicht so ganz das Spiel. So, Gipfelbrause nehmen wir nochmal mit. Ja, jetzt sind wir hier beim Campingplatz. Das ist ja schon mal der erste Schritt, ist getan. Tankstelle wäre so der nächste bekannte Spot, sag ich mal so. Wir hören den Drachen in der Ferne stampfen. Ich nenne ihn einfach mal liebevoll Drachen, denn von den Geräuschen her klingt er wie ein Drache. Schlafsack hatten wir eigentlich einen. Das war jetzt beim letzten. Doch, hatten wir. Hab ich jetzt fast verwechselt mit dem letzten Speicherstand. Schneller Loot-Durchlauf, mehr oder weniger schnell. Zeitlich gesehen ist es auch immer so eine Sache. Zeit hat man ja schon, nur man muss halt darauf achten, ist er in der Nähe und dass du dann schon reagierst. Also am besten nicht da bleibst, wenn du es nicht musst. Wir müssen auch bald mal gucken, was für Medikamentenkrams wir überhaupt mitnehmen sollten. Metallschrott lasse ich jetzt liegen. Metallschütze nehme ich auch nochmal mit, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt bald auch keine mehr von. Weil
Ja, wir sind ja eh nur unterwegs und 10.000 Streichhölzer brauchen wir nun mal nicht. Buch zum Verbrennen ist okay, das zum Gewehrputzen ist auch okay. Gucken wir mal eben. Was haben wir denn hier? 10.000 Nähsets. Ehrlich, wir brauchen auch nicht so viele. Von denen nehmen wir nur zwei mit. Essen, wenn wir uns hier eine Gipfelbrause. Hier so ein Energieriegel. Haben wir uns noch rein. Handschuhe. Die können wir uns auf jeden Fall gönnen. Nicht? Schade, ich dachte, die wären besser. Aber die sind auch schon sehr defekt. Machen wir die mal eben vielleicht kaputt und gucken wir mal, was wir reparieren können. Insgesamt von den anderen Sachen, dass wir ein bisschen vor der Kälte gerüstet sind. Ein kleines bisschen. Denn unsere Klamotten sind halt echt nicht im guten Zustand. Schon mal der erste Schritt. Wenn wir da schon ein bisschen flicken, dann bin ich da schon mal guter Dinge, dass wir nicht sofort erfrieren. Sein, es kommt natürlich ein Schneesturm, dann ist eh alles vorbei. Gut, Stoff fehlt jetzt. Aber da können wir jetzt nicht sehr viel machen. Doch, hier, das können wir noch zerlegen. So, das nehmen wir noch mal mit. Gut, also Stoff ist so noch ein Thema. Vielleicht können wir den Schlafsack auseinandernehmen. Dann sollten wir ein bisschen Stoff in der Tasche haben. Er kommt näher. Nein, jetzt ist keine Zeit zum Scheitern. Bisschen besser gewappnet sein. Scheitert. Okay, er kommt näher. Er kommt auch von dort näher. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Wir brauchen Kaffee. Damit wir noch sprinten können. Okay, zumindest stimmt es mit dem Sound, was man hört, von wo er kommt. Ich habe ihn da gehört, bin in die Richtung gelaufen und war auch in dem Fall mal gut. So, wie sieht es mit dem Toxischen aus? Haben wir gerade gar keine Übersicht. Aber wir sind ja auch schon mal nicht verkehrt. Wir müssen in diese Richtung, um zum Lagerfeuer zu kommen. Das heißt, wir entfernen uns sowieso von ihm, was gut ist. Was nicht so gut ist, unser Grad der Müdigkeit ist langsam zu wünschen übrig. Beim nächsten Haus, eventuell, wenn wir können, da auch ein Feuer machen, Kaffee abkochen und auf jeden Fall schlafen. Das wären so die Optionen. Vielleicht machen wir noch mal einen kurzen Abstecher hier in die Stadt hinein. Ein Bauernhaus. Wo war denn hier noch mal ein Bauernhaus? Da, wo das Feuer ist, oder? Da hinten sehen wir das Feuer. Das Feuer sehen wir schon in der Entfernung. Ah, ich muss sagen, das hat dann doch ein bisschen creepige Atmosphäre, so ein bisschen. Mit dem Nebel und den Geräuschen und so. Ich glaube, so langsam fühle ich den Modus auch. So langsam. Jetzt, wo es auch mal so funktioniert, wie es funktionieren soll, nicht wie beim ersten Durchlauf. Hat man dann schon eher so ein bisschen die Vibes, sage ich mal. Und der Nebel macht mir natürlich auch zu schaffen. Hier ist auf jeden Fall ein Schutzschild.
Scheune und Kohle. Hier muss doch überall auch das Bauernhaus sein, das besagte. Hinten hört man ihn rumschreien, in der Ferne. Da vorne. Am Feuer ist auch ein safer Spot. Brennt das Feuer eigentlich durchgängig? Kann ich da auch so kochen und das nutzen, wie ich will? Oder muss ich dann auch dann Sachen nachschmeißen? Frag den Freund. Ich habe keine Ahnung. Also, das weiß ich so noch nicht, ob das hier so eine unendliche Geschichte ist. Ja gut, so ein dichtes Bauernhaus das hier nicht. War ich hier schon mal jemals drin? Das haben sie doch auch geändert durch den durch die Episode, ne? Kommt mir gerade alles so neu vor. I could use this. Ach, das geht. Du glaubst, das geht aus, wenn man nicht mehr safe ist. Wäre natürlich auch schon wieder relativ sinnig. Hier könnte ich auf jeden Fall Kaffee kochen. Aber wir können ja auch dann oben Kaffee kochen, ist ja auch Quatsch. Dann. Ich habe die Säge jetzt mitgenommen. Ach, toll, Metall habe ich jetzt auch mitgenommen. Macht natürlich nicht so viel Sinn. Ah ja, puh, keine Ahnung. Mal ein bisschen Krempel. Gut, wir haben gar nicht so viel. Es kommt, weil wir sind müde, deswegen. Das mit dem Gewicht gerade ein bisschen problematisch. Hauen wir uns das hier mal eben rein. Dann ist das mit dem Hunger auf jeden Fall schon mal Geschichte. Im Meal Ready to Eat kriegen wir auch ein bisschen die Getränkeabteilung was dazu. Gehen wir mal hoch zum Feuer. Einmal im Kreis, wunderschön. So, nächste Notiz, die lesen wir. Tot und träumend. Mein einziger Freund ist der gesichtslose Mond, der einfach nicht wegschaut. Auf Ganymede gibt es keinen Sonnenaufgang. Okay. Eine Lampe. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Loot, wie ich finde. This stuff will come in handy. So, Feuerstahl, das. Das nehmen wir alles mit. Oh, der Puddy. Nice. Puddy. Anziehen. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen sammeln, ein bisschen konzentrieren hier, Extreme. Wir machen vor allem jetzt mal, wir ruhen uns ein bisschen aus. Das ist jetzt das Wichtigste gerade von allem. Uns geht's nicht so gut. Trinken wir nochmal eben Limo. Und schlafen 2 Stunden. Ich werde hier, glaube ich, immer stündchenweise schlafen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier gerade mache. Oh, das Feuer ist aus. Vielleicht noch ein Käffchen auf 2 kochen, wenn es geht. Hinten hinter dem Bauernhaus Richtung Schlucht ist ein Seil. Da kannst du dann gleich runtergehen. Okay. Muss ich gleich mal gucken. Danke für den Hinweis. So, jetzt haben wir unser Käffchen abgekocht. Übertreiben wir es direkt mal ein bisschen mit dem Kaffee. Kaffee ist halt so in diesem Modus, der bringt uns halt echt viel. Oh, der Nebel, wir müssen langsam.
Sind aber keine Echtzeit 17 Minuten, oder? Keine Ahnung. Wir hauen uns mal eben den Kaffee rein. Ist alles Echtzeit. Okay, auch die Nebelanzeige. Hinter dem Bauernhaus saß der. Ich habe halt gar keine Ahnung. Also hier kenne ich mich gar nicht aus. Und runterklettern, muss ich tatsächlich runter oder hoch? Genau, jetzt haben wir noch einen Wolf hier. Shit, ich laufe im Kreis, ich bin falsch gelaufen, ne? Einmal daneben geschossen. Ey. Ah, Extreme! Aber ich will doch jetzt eigentlich hier lang. Da! Ich versuch's jetzt einfach mal so in die Richtung. Wieso kommt er mir denn da entgegen? Kollege, stör mich nicht. No. No. Geh lieber zurück. Ich glaube jetzt nicht mehr. Weiß ich nicht. Weiß jetzt halt. Jetzt ist so die Frage, was ist die bessere Option? Hier lang zu laufen oder. Oder doch das Seil zu nehmen, wenn das denn da ist. Geheilt Panik. Habe ich, wenn ich morgens auf den Wecker gucke, wenn ich zur Arbeit muss. Nur da werde ich nicht geheilt. So, wie gehen wir denn jetzt und überhaupt? Dumpflusstal. Scheiße, wo laufe ich denn hier lang? Oh, like something out of a horror movie. Richtung Seike ist Richtung Marschland. Ja, ist jetzt. Wo wollen wir hin, ist die Frage. Der Nebel ist halt hier schon ein bisschen doof jetzt gerade, ne? Das könnte mir zum Verhängnis werden mit dem Nebel. Ach nee! Junge! Da ist eine Sackgasse. Der geht mir gerade ein bisschen auf den Nerv. Moment mal eben. Okay. Wir haben jetzt einen Moment lang Ruhe. Wir müssen dahin. Ne, wir wollten dahin, ne? Hier. Also wieder zum Feuer hin und da irgendwo das Seil runternehmen. Hier so. Ja, jetzt bleibt der
Jetzt bleibt er wirklich stehen. Das letzte Mal war halt wirklich ein Bug. So, jetzt müssen wir ganz kurz innehalten hier. Extreme.